Ich hoffe, die Show wird gut, Birgit. Ich habe mich so gut vorbereitet. Keiner hilft mir. Magst du Vollpfosten? Die Kameras sind an! Oh! Oh! Hallo! Ich kann gerade nicht. Hallo und herzlich willkommen zur Weltpremiere, die exklusive Weltpremiere hier auf twitch.tv/handyaufdieblatt, eurem Lieblingskanal auf Twitch und generell überall. Heute geht es darum, Weltpremiere, Last One Laughing, die neue Serie von Bully Herbig. Ich muss das sein. Naja, auf jeden Fall, da gibt es tolle Comedians, die drin vortreten. Das ist quasi Battle Royale, hat auch ein bisschen was mit dem Bachelor zu tun, nur man gewinnt nichts. Doch, man gewinnt was, aber nicht die große Liebe. Und Comedians sind auf engem Raum zusammen, müssen sich zum Lachen bringen und wer lacht, fliegt raus. Zwei dieser Comedians, großartige Comedians, sind heute hier zu Gast. Thorsten Sträter und Vigal Boning. Vigal Boning, der hat schon Sachen im Fernsehen gemacht, da war ich 2 Jahre alt, also wirklich. Und ja, ansonsten ist auch Kalle dabei, der hilft mir irgendwie, müssen wir mal gucken. Wir sind alle Corona getestet, ich habe ein blaues Bändchen, das bedeutet, ich bin negativ und darf hier rein. Mensch, meine Damen und Herren, wer hier alles durchkommt. Oh mein Gott, Vigal Boning, Sie ah, hier. Guten Abend. Herr Boning, die wollen Fotos von Ihnen. Wie geht's Ihnen? Ausgezeichnet. Ja, Sie sehen gut aus heute. Gut sehen Sie aus. So zieht man sich zu einer Premiere an, nicht wahr? Bin gesund und zahlungsfähig. Das freut mich. Ist Ihr erstes Mal auf Twitch? Auf dem roten Teppich? Ja. Ah, und aufgeregt? Sehr. Ja. Natürlich. Ja, Premierenfieber. Fantastisch. Können Sie schon mal einen kleinen, hier für die ganzen Journalisten, worauf kann man sich freuen bei der Serie? Bei Last One Laughing? Ja. Ja, das ist Kampfsport. Das sind 10 Leute, die ringen um ihr Leben und am Ende fliegen alle raus, außer einer. Toll, super, viel Spaß. Wir sehen uns gleich, Herr Boning. Mensch, das wäre der Hammer. Ja. Moment, darf ich? Herr Sträter, bitte hier drüben. So entwickelt sich das nicht. Mensch, Thorsten, du hier. Mensch, ist das jetzt ein Höhepunkt oder ein Tiefpunkt für dich? Die Zeit wird es zeigen. Hm. Was soll das mit dem Daumen, Alter? Ja, ich gehe schon auf, tut mir leid. War das Folter oder war das Spaß bei Last One Laughing? Weil ja, wenn 10 Comedians aufeinandertreffen, auf engem Raum, ist man ja auch gar nicht mehr gewohnt. Ja. Das stelle ich mir sehr anstrengend vor, wenn man nicht lachen darf. Es war Horror und es war sehr lustig. Okay, also so wird es hier auch gleich, denke ich. Ich weiß nicht, ob es hier sehr lustig wird, aber ich freue mich sehr drauf. Zumindest Horror. Ja, viel Spaß. Also, Dankeschön. Könnte man versucht die ganze Zeit ohne Brille die ganzen Twitch-Kommentare zu machen. Genau, mach mal Poggers in den Chat oder ein Lul jetzt, alle Mann. Hallo, Entschuldigung. Und ich grüße, nein, ich denke mir nicht die ganze Zeit, Alter, wo bin ich hier reingeraten? Ich lese eure Kommentare. So, im Gegenteil, ich fühle mich hier sehr wohl. Guck mal, da schreibt einer langweilig. Ja, so schnell geht das. So schnell ja. Kann ja, ja, okay. Guck mal, das ist jetzt ein sogenanntes Lull. Das ist okay, das sind ja. Alles. Und die Frische, das ist Poggers. Erkläre ich später noch. Wir führen euch da rein. Ja, genau. Hallo Max, hier ist die Regie. Du sprichst jetzt nur noch in Anglizismen. Ich hab mal gedacht, gebe ich zu. Okay, nice, cool. Ja, das klingt interesting. Und wie kam es dann right into ZDF? Der echt coole Channel im Television aller? Was? Das ist hipper, nicht linearer Stuff, ja. Ja, ja. Nee, wie kam es dann dazu, from the Kleidermaking? Ach so, ja, ja, ich war Herrenausstatter, mir wurde schwarz vor Augen, ich wache auf, zack, Fernsehstudio. Ich kann dazwischen die Zeit, da wirst du die Zeit nicht für haben. Ich habe alle möglichen Jobs gemacht. Dann habe ich Poetry Slam gemacht. Poetry Slam ist so ein bisschen... Poetry Slam, lange nice Texte Anglizism. Schreiben. Ja, Poetry Slam. Ja, Slam. Ne? Slam. Viele, viele Texte schreiben und dann 5 Stunden im Zug nach Hamburg fahren, dann da auftreten und dann reinscheißen, weil eine 13-Jährige ein Gedicht geschrieben hat. Und dann kam ein Talentscout. Dann kam meine Agentin, die hat gesagt, was du da machst, ist ein seriöses Konzept, aber es wäre gut, wenn du auch mal was anderes machst, also noch mehr und noch anders und dann Fernsehen und jetzt letztendlich, es hat lange genug gedauert, Twitch. Twitch.tv. Also die Max, Mütze gefällt mir echt gut, muss ich sagen. Ich finde deine Hose, man möchte sich die Augen auskratzen letztendlich, wenn man drauf guckt, aber du kannst es tragen. Sehr witzig. Nice combination with the shoes. Ja. Und die Uhr auch, muss ich sagen. Billig, ein billiges. Würde ich tragen. Ja. War auch nicht so richtig billig. Die Leute fragen bei Twitch, warum habt ihr ausgerechnet die 3 ausgewählt? Nun, wir hatten Zeit. Auf Twitch ist ganz viel auch Gaming angesagt. Seid ihr Gamer?
Thorsten, bist du ein Gamer? Einer von den Peinlichen. Nice, ich auch. Keiner der so, ne? Aber an der Konsole oder so am Computer? Oder? Konsole. Computer habe ich nie verstanden, wie das geht, dass du mit einer Maus und mit drei Pfeiltasten, das war mir immer zu hoch, immer. Mhm. Und so halt so Konsole. Die Roika, du bist so PC Sony Master Konsole. Race, oder? Hier ist die Regie. Die ist bitterlich kalt und es zieht die ganze Zeit. Moorhuhn? Mhm. Ja, da habe ich on Twitter gab es People, die haben gesagt, ob es heute ist Abend kalt. Live Performance geben wird. Das stört nicht, Thorsten. Ich will jetzt nicht extra aufstehen, tut mir leid. Ruhiger. Oh, es zieht? Nee. Ui, zieht, ich spüre einen kalten Wind in der Hose. Ich würde euch jetzt Twitch erklären. Ja, bitte. Kannst du das anständig machen, oder? Ja, ich höre es auf, ne? Ja, reicht. Ja. Okay, aber jetzt wird es noch schlimmer, denn wir haben da was vorbereitet. So, ich stehe mal auf. Ja. Wir haben ein Whiteboard. Das kennt ihr vielleicht auch aus dem analogen Fernsehen. Ja, bitte? Ein weißes Board. Stimmt, ist ein weißes Brett, Junge, was rede ich? Ne, mit Magnet. Ja auch. Magnetismus, da bist du auch wieder bei Clever bestimmt voll am Start, oder? Reden wir wann anders drüber. Der Lars hier, können wir den einmal kurz zeigen, kurz nach links schwenken? Hallo Lars. Er hat die Gags, die jetzt kommen, geschrieben. Lars, nochmal großes Kino, würde ich vorab schon mal. Also, ich darf verkünden, Twitch, was ist das? Was würdest du sagen? So kurz zusammen, Kalle, erster gemeldet. Irgendwas mit Livestream. Livestream, oder? Ich würde sagen, das ist sowas mit Livestream. Livestream. Ja. Thorsten, was würdest du sagen? Ich nehme an, dass das in irgendeiner Art und Weise live wahrscheinlich gestreamt wird. Mm. Okay, also tatsächlich ist es so, Twitch startete unter einem anderen Namen, nämlich Justin TV. Ja. Justin, das ist Twitch. Twitch startete als Justin TV. Justin, haben sie aber selber gemerkt, ist irgendwie scheiße, weil es ja das Äquivalent zu Kevin. Nicht, dass Justins und Kevin scheiße sind, aber so nennt man vielleicht nicht unbedingt einen seriösen Channel, wo man Vigal Boning und Thorsten Sträter auftreten. Kevin werden, nicht TV wahr? Würde mir auch gefallen. Kevin TV ist tatsächlich ein Kumpel von mir, ist ein Twitch-Streamer. Aha. Gut, andere Story. Ja, also ihr merkt schon, die Gags, die schallern. Ein bisschen drauf achten, wo du die Magnete setzt. Also jetzt, bisher ist das so gut strukturiert. Was heißt jetzt dieses Cut-Up eigentlich genau? Cut-Up? Kappa. Mhm. Moment. Kapp und Kappa habe ich gesehen. Kappa. Also Kappa haben wir hier auch das vorbereitet. Das war von Disney. Das ist Kappa. War das nicht von Don Blues? Okay. Nee, das ist Kappa. Oh. Ja, genau. Kappa ist ein sogenanntes... Hallo, herhören! Was ist denn jetzt so ein Kappa? Gibt es uns Nachsätzen in Twitch. Das ist Kevin Kühnert. Das ist Kevin Kühnert, aber als Emote auf Twitch. Ja. Und immer, wenn man jemanden beleidigt, kann man das hier ransetzen an den Satz. Zum Beispiel, Junge, deine Klamotten sind übelster Shit. Ja. Kevin Kühnert. Kevin Kühnert. Aber was ist denn jetzt so ein Kappa genau? Was? Das ist quasi ein Emoticon. Wofür sind Emoticons da? Rückfrage. Ja, Emoticons, wenn du zu faul bist, den Satz auszuformulieren. Dann ja, es ist auch einfach gut, um die Art und, ne, es fehlt ja beim Chat Mimik, Betonung, um die Gestik, nachzuliefern quasi. Um das so hinzuzupacken. Aber was ist jetzt so ein Kappa genau? Kappa, das, so heißt dieses Emoticon. Ja. Das hat einen Namen, jedes Emoticon hat einen Namen. Wieder. Es gibt auch Lul. Lul oder Game. E2 ist ja, mein das eigenes. Weiß ich ja, Lul und so. Aber was ist ich würde jetzt erstmal fortfahren, wenn das okay ist für dich. Also, aber Kappa auch im Sushi, das ist eine große, da ist eine große Verwandlung. Jetzt halt mal kurz die Fresse, ist hier mein Channel. Ja. Es gibt Gaming auf Twitch, Lars. Und Gaming ist cool. Alter, Lars, bitte geh nach Hause. Lars, hier nach. Ist gar nicht schlecht. Junge, es gibt coole Streamer, die jeder mag. Oh, das bin ich. Genau. Und das Gnu. Genau. Die wäre eigentlich heute gekommen, aber ich bin hier. Dann gibt es Streamer, die jeder guckt. Aber keiner mag. Das habe ich nicht behauptet. So. Das hast jetzt du gesagt. Das musst du mit Gronkh dann. Was machst du gucken. Jetzt mit Gronkh? Mit Erik Rangel, okay. Da gibt es ein Gerangel. Ah, ja, ja, Vigal Boning. Und es gibt natürlich auch Streamer, Gronkh die einfach in jedem Spiel richtig krass sind. Ja. Hä? Regie? Soll ich gehen? Wir hatten abgesprochen, dass er jetzt mein Bild ist. Oh, das ist das mit der Mayo. Der hat sich 2 Liter Mayo über den Kopf gezogen, weil er Fortnite gespielt hat. Max, der Chat wünscht sich, dass du nur noch in einer sehr hohen Stimme sprichst. Wer ist das? Das ist Sterzig. Du sagst das so. Sterzig ist mein Ziehsohn. Was? Mein Ziehsohn. Entschuldige, ich muss da meine Steuererklärung gemacht haben, als das gestreamt wurde. Das weiß ich halt alles leider nicht. Ich kenne Gronkh und ich finde Gronkh eigentlich toll. Zu dem Maisgeschauten. Ach, sollst du jetzt reden wie Mickey Maus? Jetzt halt mal kurz die Fresse. Wahrscheinlich schon. Zu den meistgestreamten Spielen auf Twitch gehören unter anderem Kinderspiele.
Killerspiele? Spiele, die alle aggressiv machen? So wie deine Stimme gerade, Digga. Spiele, die angeblich niemand mehr spielt, aber komischerweise immer noch viele Zuschauer haben. Und Spiele, die zeigen, mit was für Lügnern und Betrügern man befreundet ist. Mhm. Das ist gerade für euch zwei, das ist ein sehr aktuelles Spiel, wo man Leute betrügt. Wie heißt das denn? Among Us. Wie heißt das? Ich würde jetzt gern aufhören. Sorry, ich war nicht an euch. Im Weltall muss andere Leute abstechen. Und okay. Ja, okay. Genau, da verarschen wir quasi den ganzen Tag die Leute. Mittlerweile hat Twitch allerdings, und das ist die Spezialzutat, eine ganz eigene Jugendsubkultur entwickelt. Und das ist quasi, zum einen die Streamer sind das, aber auch vor allem der Chat, den ihr da die ganze Zeit seht. Das ist der Chat. Stellt ihn euch so vor. Ja. Prägt euch diese... Das ist der Fallvolle, so wie ihr euch vielleicht nach Last One Laughing gefühlt habt. Ja. Das ist der Twitch-Chat. Der Twitch-Chat ist quasi wie eine eigene Matrix. Ja? Was entnimmst du dem da? Weißt du, was ich meine? Das ist halt, und da fühlt man sich mit der Zeit rein. Kannst du da einfach von der Lesegeschwindigkeit hinterherkommen? Für mich ist das schon wahnsinnig schnell. Ich sehe die Kappas, die kann ich mittlerweile erkennen. Die sind nice. Ja. Kevin, aber da steht Kalle soll und dann bin ich schon wieder hinterher. Ja, also das sind auch, jetzt wissen die halt, dass wir über die reden, deswegen ist da gerade der Andrang sehr hoch. Man kann aber auch den Twitch-Chat... Faszinierend. Ja, eine Matrix. Man muss es irgendwie erkennen und deuten können. Kevin Kühnert war das. Das ist Kevin Kühnert, auch Kappa, hatten wir gerade schon. Dann, was hast du noch? Das ist Keck W. Ja. Kennt ihr den vielleicht? Ah, den kenne ich. Den kennst du sogar. Ja. Kalle, was wird das? Ich bin das nicht. Was macht ihr da? Ich habe keinen Bock mehr, ich hole mir jetzt Popcorn. Gut. Bringst du mir bitte Popcorn mit? Ah, klar. Er sagt, bitte, nicht schlecht. Willst dir einen guten Eindruck hinterlassen, ne? Was haben wir noch für Emotes? Das ist Lull, das ist wichtig. Komm, Lull. Und Craig, nein, das andere, Lars, bist du ein Rentner? Nein, das andere ist Lull. Lars, das war's wirklich. Also, so. Und diese Emotes sind dafür da, um eine gewisse... Gefühlslage des Chats zum Ausdruck zu bringen. Das ist auch ein Gemeinschaftsgefühl. Genau. Wir testen das mal. Chat, könnt ihr einmal kurz runterfahren und jetzt auf etwas reagieren, was gleich Thorsten sagen wird. Thorsten, hau mal einen richtig geilen Witz raus. Mein Opa kam mit einem Bein aus dem Krieg. Wir wissen bis heute nicht, wem es gehört. So, und jetzt haben wir 30 Sekunden Verzug. Und wenn alles richtig laufen sollte, müsste jetzt der übelste Lull-Spam kommen, weil die das lustig finden. Lull ist halt... Ja, da ist er. Ich sehe ihn. Diese Person. Also da war er das kurz. Soll zum Ausdruck bringen, dass man das zum Schießen lustig fandet. Keck W spielt da auch mit rein. Siehste. Genau. Correct, ne? Sehr gut. Was machen wir jetzt nochmal für den Zuschauer? Wir malen, wir raten und wir acten. Okay, dann würde ich sagen, geht's jetzt los. Lars, dass du noch hier bist. Zeit, ne? Anderthalb hat jeder. Wie geil. Ja. Du lachst. Lachen. Humor. LOL, Last One Laughing. Ohne Last One. One Laughing. Laughing One. Soll ich das für dich auflösen? Ja, mach mal. Lachflash. Danke. Das so. Ist korrekt. Jetzt wäre ich nie drauf gekommen, das Wort verwenden. Okay, man muss auch helfen. Ja, gut. Ja. Toilette. Aufzug. Lift. Geil. Sehr gut. Also... Wenn jemand erheitert ist, dann... Ist er belustigt, amüsiert. Dann ja, dann aber er macht auch ganz kleine Geräusche mal. Dann giggelt er, dann anderes Wort. Er schmunzelt. Ja, das war's, sehr gut. Boah, wir sind so gut. Du isst Popcorn. Ja, sehr, sehr gut, Mensch. Ich könnte bei Genial daneben auftreten. Das war eine andere Show, ich sag's nur. Ist egal. Ach so, ja, ich kenne mich da nicht so aus. Das ist eine Sanduhr, ist eine Frau, ist ein Glockenrock. Das ist der Mekong-Mündung. Das ist ein Zelt, ein Tipi. Das ist ein Dreieck. Scheiße, Bruder. Scheiße, Bruder? Nein. Nein, mach das weg. Was ist das? ein Strich. Mehrere Striche. Das ist eine heiße Herdplatte. Das ist ein Kreuz. Das ist ein Rangierbahnhof. Nein, das ist überhaupt eine Weiche. Nicht. Eine tiefgefrorene Weiche. Das ist ein Männchen. Die Zeit ist um. Das ist eine Kordel. Ach, nein, es ist ein roter Vorhang. Hä?
So meinst du einen roten Vorhang? Nein, jetzt ist total einleuchtend. Ich jetzt schwitze ich. Das waren jetzt anderthalb Minuten? Ja, so schnell geht das. Damit könnte man einen ganzen Abend füllen, fällt mir gerade auf. Ja, sogar im Fernsehen könnte das funktionieren. Boden vollgekrümmt. Okay, ich sag den Countdown an, ja? Kalle, fühlst du dich wohl? Bist du fit? Sollst du mal den Übung machen? Nee, fällt runter. Abel ist ja schon wieder drin. 3, 2, 1, Abfahrt. Was man so zum Bett mit ins Bett nimmt, zum Kuscheln zum Beispiel. Eine Decke. Nee, also. Eine Decke, Wärmflasche. Ja, also so eine Art Tier vielleicht. Ja, haben oft kleinere Kinder zum Kuscheln im Bett mit dabei. Teddybär. So. Boah, da hätte ich länger gebraucht. Sprech. Steht das aus einem Teil? Sprech ist auch eine gute Antwort. Sprech. Pantomim-Tourette. Hast du gerade gehört? Ach so, Anmoderation. Ja, Moderator, würde ich Moderator. Sagen. Moderator. Okay. Würde ich sagen. Oh, okay. Hier ist ja gar kein Platz! Hey, das ist doch weggewischt. Du musst dich alles in Originalgröße machen, das weißt du. Ein Kreis. Ein Kürbis. Ein Typ in der Sonnenbrille. Ich verrate. Rex Gildo, Gildo Horn, Gildo. Ich sag das nix. Ist Wiegald Boning. Oh, ich hab's gezeigt. Ja, war richtig. Nein, wo sind wir hier? Studio. Was hat Max vorhin erklärt über Twitch? Was hab ich erklärt? Was hat Max vorhin erklärt? Ja, also. Halle, mach ruhig. Ganz ruhig. Was finden Max und ich ganz toll, mit Ehre und so und was für uns auch ein Privileg ist. Es war nicht Montana Black, lass mich weiter überlegen. Es war, nice. Es geht so ein bisschen auch darum, was wir repräsentieren, ja, der Max und ich. Das hat er dir eben, oder hat uns nochmal eben erklärt, so, dieser Break sozusagen. Livestreaming. Ja, auch ich das, aber, es geht ein bisschen darum, wofür steht Max? Wofür steht er mit seinem Content? Und da arbeite ich tatsächlich noch. Phase. Ja, also. Da werde ich mit abschmieren. Beides um. Spandau! Bravo! So, ja, Spandau. Ja, du hast ja gelöst. Ja, ist nur ein Ortsteil. Haben auch alle geschrieben. Ich weiß nicht, warum nicht drauf kommt. Ja, diesmal habe ich nicht drauf geguckt. Ich bin so ein Dödel. Hätte ich mal geguckt bei euch. Tut mir leid. Es läuft seit... So 10.000 Mal. Spandau. In jeder Schreibweise. In Sütterlin und Fraktur. Ich habe es nicht mitgekriegt. Oh. Wiegald Boning. Hase. Da kommt nie jemand hinter. Bunny. Motorradfahrer, groß, es ist wirklich sehr ein großes Motorrad, Auto, Kraftfahrzeug, wie lang, auf Tour sein. Oder du bist ein LKW-Fahrer, der übel gerne quatscht. Und du bist überfordert, meine Fresse. Du machst Ballett, Eurythmie, Kraftsport, Karate. Okay, du bist ein Engel oder ein Hase und du hast dicke Sohlen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, aber okay, du machst sehr viel Sport. Bulli Herbig, egal, der nächste. Bulli Herbig? Okay, Abfahrt. Das holen wir wieder rein. Das weiß ich doch. Ja, das ist sehr viel Blau. Meer. Blau. Das super. Ist korrekt. So, das gut. Haben wir bislang so, gar nicht in Brasilien, die brasilianische Fußball. Version Pelé. Einer Daily Soap. Oh. Da gibt es ein spezielles Wort für. In Brasilien nennt man Daily Soaps. Der erste keine Begriff... würde ich, glaube ich, überspringen. Super do Brasil. Keine Ahnung, würde ich, glaube ich, überspringen. Achso, ja, dann überspringen wir. Telenovela. Richtig. Danke sehr. Ich bin ja, woher soll ich das denn wissen? Oh, du willst mich zusammenschlagen, du bist sauer. Du schlägst mich zusammen. Wrestling. Richtig. Ja, das ist korrekt. Schnurrbart. Twitch. Vorderzähne, Hasenzähne. Lippe, Oberlippe. Oberlippe. Oberlippenschnurrbart, Oberlippenbart, Ziegenbart. Das ist korrekt. So, das war meine Stimme. Erklären. So, Tick-tack, die Zeit ist um. Du drehst an der Uhr. Schon alles um. Das war sehr emotional und sehr durch mit Energie. Fand ich gut. So. Wie bitte? Achso, ich zähl runter. 3, 2, 1. Bitte keinen mit H mehr. Mikrofon. Mikrofonkabel. Headset. Mikro, Verbindung, Funk, Gerät. Hä? Der Gerät. Kabelträger, Mikrofon, Kabelmann. Hä? Ich versteh's nicht. Tontechniker. Tontechniker, klar. Tontechniker? Ja, okay, das hätte niemand. Wir sind übelst im... Okay. 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 Linkshänder. Okay. Okay. Sieht man's? Das ist ein Nilpferd.
Nee. Happy Hippo? Oh, der kann richtig gut malen, Thorsten, Mensch. Darf man du Buchstaben schreiben? Darf man. Wie drei Buchstaben ist erlaubt. Nein, Neil! Ernsthaft? Vielleicht läuft es konisch vorne ein bisschen zwei zu. Hörner dazu, dann ist es leichter vielleicht. Okay. Ich reiz euch nicht. Neil! Er kennt es nicht. Drei Buchstaben. Ach, ja, drei Buchstaben. Ist die Lautäußerung auch drei Buchstaben? Mann, Gnu, komm klar. So. Ach so. Was ist ein Gnu? Das ist doch, okay. Oh mein. Okay. Das, wenn ich dir ein Sachverhalt näher bringen will, ja, wie zum Beispiel, einer versteht was nicht, mhm, dann soll ich es ihm natürlich nicht eintrüben, sondern im Gegenteil austreiben. Wenn ich dir also einen Sachverhalt vermitteln will, den du nicht verstehst. Die Zeit ist um. Ich stand total auf dem Schlauch, tut mir leid. Erklären. Das hat jetzt ja, mehrere okay Inception-artige Sub-Ebenen. Ja, aber du weißt nicht, was Spandau ist. Versuche dir. Auch mal bei Helen. Das lief schon. Aber hält man denn jemand anderen was? Nein, ich habe gesagt, das Gegenteil von okay eintrüben. Ja, ich habe einfach erklärt. Also ich muss sagen, ich habe von jeder Runde meinen Intellekt einfach wirklich nur abstürzen sollen. So, jetzt wird gezockt. Ah, nee, ich darf aufhören. Overcooked 2, kennt ihr das? Nee. Thorsten, du kennst das. Du bist Gamer. Oberflächlich. Oberflächlich. Du hast schon gespielt. Oberflächlich. Einmal oder zweimal. Dann hast du, glaube ich, uns allen anderen hier was voraus. Oder, Kalle? Du hast ja auch noch nicht gespielt. Nee. Du hast jetzt eben in der Probe einmal kurz angezockt. Ja, aber das liegt für Grobmotoriker. So, wir bräuchten noch einmal kurz die Controller. Lars, welcher ist meiner? Ist egal, wa? Ja, das war eigentlich die Wahrheit, aber... Ich bin blau. Gut. Okay, ich bin der Grüne. Also links oben kommen die Gerichte rein. Ich bin rot. Ich bin gelb. Ich bin angeblich gelb. Links, wo kommen die Gerichte? Okay, ich muss jetzt auf den Teller das legen. Oh, sind Rollbänder. Meine Fresse. So. Wir sind in einem Team. Wir sind nicht gegeneinander. Entspannt euch, ja? Das heißt, ich werde den Messerplatz blockieren. Ich blockiere den Messerplatz. Verzieh dich. Ich sage am Anfang. Das ist so motivierend. So. Und in den Bottich. Wer ist grün? Geil, ne? Entschuldigung, ich bin rot. Ah, okay. Also Kalle war ja gerade im Weg. Ja, gerade zu schneiden, dann schneid doch auch du. Opfer. So, Reis. Ja, hier darf man es wenigstens mal sagen, ne? Ist auch mal ja, du tut mir leid, oder? Nein, ist auch richtig. Der Kalle muss es auch mal hören hier und da. Was soll das denn jetzt? Geht denn das nicht? Was habe ich denn da? Ich bin hier der Einzige. Irgendwer hat mir. Was ist das jetzt? Spieler 2 hat das Spiel pausiert. Irgendwer kam auf den Start. Achso. Ja. Weiter geht's. Ich hab irgendwer hat mir gerade hier die Dings geklaut. Hier sind Oliven und Lebensmittel. Ach, da sind Gurken. Wer von euch hat denn die Gurken gehortet? Hat jemand eine Gurke auf den Boden geschminkt? Seid ihr deppert? Irgendwer oder hat gerade meine Preparation in Eske. Ah, nee, ich brauche gar nicht mehr angelegt. Kann man sich auch gegenseitig einfach hier in. Wer hat gerade mein Gericht geklaut? Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Das ganze Ding hat mehr Konfliktpotenzial als Doom, ehrlich gesagt. Das ist ja. Wer drückt denn da immer auf Pause, Herr Biegeheit? Ich verdrücke mich halt. Mann, du Schürle, du. Der Schürle, ne? So. Ab in den Topf, auf die mittlere Schiene. Ich bräuchte noch mal ein Reisbällchen. Da würde ich mich sehen. Ich krieg da nicht geschnitten hier. Für mich ist das wirklich, das ist Mortal Kombat für Hauswirtschaft. Ich komm da nicht drauf klar. Gegen. Scheiße, jetzt hast du den Reis in meinen Topf gemacht. Ja, aber du hast den Topf einfach weggetragen. Das ist ja auch ein Teamgame, ne? So, ich geh jetzt hier, mir ist das egal, ich blockiere einfach das Messer. Ich weiß gar nicht, ist das Obst, was ich da habe, oder? Eine Gurke, oder? Ich habe noch nicht so richtig kapiert, wie ich das Messer verwende. Ich mache nichts, muss mit der Gurke dem Messerblock zum Schneideblock. Zu also ich mache es erst rein geschnitten. A drücken. Das ist nicht die Gurke, das ist das Gericht. So. Ablegen. Ah, jetzt verstehe ich. Wir haben das Geld? Zeitlimit, ne? Rot. Jetzt schneid das. Jetzt leg drauf. Die eine Bestellung am Tag. Ich drücke immer X und dann werfe ich die Gurke woanders. Oh, ich finde allerdings Gurken werfen auch einen schönen Schatz. Ich habe meine Gurke durch die Gegend geworfen. So, wir brauchen hier einmal. Ich das jetzt hier. Ich schmeiß alles durch die Gegend. Nein, ach Thorsten. Ich kriege hier nichts geschnitten. Ich will noch. Das ist jetzt mein 90. Versuch, eine Gurke zu schneiden. Ich geh jetzt rüber. Irgendwas ist hier falsch. Ich schau die ganze Fische jetzt rein. Ich schieb Reis in die Spüle. Ihr könnt mich mal. Also ich meine das nicht böse, aber das ist ja wohl. Ich muss noch ein Schneidebrett. Ich kann. Eis. Hier ist doch fertig. Warum wird das nicht weggebracht? Geh immer in die falsche Richtung. So, jetzt habe ich das erste Mal die Gurke geschnitten. Wir brauchen jetzt mal geschnittenen. Ich habe eine Gurke. Jetzt haben wir mal hier so einen Fisch geschnibbelt. Alarm, ich habe eine Gurke. Ich das jetzt einfach hier auf den Teller. So, wir haben zwei Gerichte fertig. Ich bräuchte mal einen Teller. Abfahrt. Wo gibt's denn hier Teller in dem Haus? Ich habe die Gurke geschnitten. Ja, Alter, ich habe Trinkgeld bekommen. So, da, warte mal. So, und weg damit. Zack, nochmal. Also ich bräuchte jetzt wirklich mal einen Teller. Einen Teller? Ja, wo kriegen wir neue Teller her? Ich die Gurke einfach so hier. Marvin, wo kriegen wir neue Teller her? Marvin! Ihr könnt euch bedienen, ich schmeiß die Gurke einfach hier hin. Was ist jetzt das? Jetzt einfach ein bisschen spazieren mit der Gurke. Ach, wir müssen die Teller abwaschen, aber wer... Nicht abwaschen? Nee, ich wasche nicht ab. Nö. Also weißt du, all das da kann ich auch gut zu Hause haben. Ich möchte jetzt gefälligst sofort ein Weltraumspiel spielen.
Ja, wir haben auch an Call of Duty gedacht, aber das fanden wir ein bisschen antiklimatisch. Du spielst viel Call of Duty, richtig? Jetzt ja, das entspannt mich. Ich lauf hier rum wie Falschgeld, du. Macht aber gar nichts. Ich bin aber nicht gut. Ich bin nicht gut. Jetzt einfach mal raus hier. Ich schnibbel einfach noch ein bisschen. Warzone? Oh, ich hack hier nochmal einen. Ich spiele viel Warzone. Ich mag Warzone sehr gerne und die haben einen neuen Zombie-Modus. Ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Ich war ein paar Tage nicht zu Hause. Ja, der ist jetzt richtig abgelaufen. Ich mag den richtig gerne. Ja. Stundenlang da rumlaufen. Und also, das Schöne ist, meine Damen und Herren, wir haben alle gewonnen. Das bedeutet, die Performance... Yeah, gewonnen! Ah, jetzt weiß ich es auch. Danke. Habt ihr, als ihr hier eingeladen wurdet, euch mit uns beiden hier befasst, wobei Kalle ist ja spontan dazu gekommen, aber habt ihr mal geschaut, worauf ihr euch hier einlasst? Mit diesem Hand of Blood? Allein der Name. Ehrlich gesagt, ich jetzt nicht so richtig. Das ist aber meiner Faulheit zuzuschreiben, im Wesentlichen. Ja. Aber ich wusste, das weiß ich schon lange, dass man kann keinen Fehler machen, wenn man nach Spandau Twitch fährt. Ja, eben. Passiert nichts Schlimmes. Schön. Hat man mir auch zugesichert. Mir hat man zugesichert, es wäre wie Fernsehen, nur in cool. Ja, und? Genau. Stimmt, es ist wie Fernsehen, nur in cool. Siehste. Akkurat. Warum ich das frage, ja, ich habe aufgehört, Fernsehen zu gucken vor 8 Jahren. Ja. Oder 9. Also ich habe noch einen Fernseher, aber halt nur für PlayStation. Und ich wollte gerade fragen, ob du im Gefängnis warst. Nö, ich habe das hier zu meinem Beruf gemacht, dann ist das so ein bisschen überfällig geworden. Ja, das kennen wir, ja. Und ja, da muss ich jetzt schon ein bisschen mich informieren. Also namentlich, klar. Angela Merkel ist die Kanzlerin noch. Das weiß ich. Das, aber nicht tatsächlich wird das auch in den sozialen Medien kommuniziert. Ja. Nee, woher? Rufen die einen an, wenn sowas? Ich wünschte. Guten Tag, mein Name ist Karl-Heinz Kronik von YouTube. Folgendes hat sich ereignet. Max, was in den YouTube? Ja. Warum denn? Ich möchte kurz, jetzt noch wissen, warum Thorsten in den YouTube-Trends war. Entschuldigung. Ich bin ja auch gerade so ein bisschen über deinen Werdegang und so und wir und alle und ja, so ein bisschen und wir sind Influencer. Ja. Für mich jetzt nochmal eine ganz wichtige Frage, die wir jetzt einfach mal klären müssen. Und ja, erzähl. Wann kommen denn jetzt eigentlich wieder die Lifehacks? Ja, du kannst dich jetzt mal verpissen. Wer lacht? Johannes, hör auf zu lachen. Wiegald, du riechst gleich auf einmal Ei mit Speck und wirst den Geruch nicht los. Genau, kommt das wöchentlich? Ich glaube, dass Kurt wöchentlich produziert, ja. Ich glaube zum Beispiel heute zeichnet er eine Sendung auf, die Montag kommt. Oh, ich rieche Eier mit Speck. Wo kommt das her? Wo sind hier die Eier mit Speck versteckt? Such doch mal. Das ist ja... Da hängen in der Ecke, den kann ich mit Thorsten... Wenn man ein Nasenloch zuhält, dann kann man vielleicht erkennen... Da kommt es stärker her. Nee, aber ich sehe nichts. Vielleicht dort hinten. Eier mit Speck. Und ich werde den Geruch ja überhaupt nicht mehr los. Der hat sich so verankert in mir jetzt. Eier mit Speck, Eier mit Speck. Put. Also, was ich eigentlich fragen wollte, du warst ja bei Kurt Krömer. Lass einfach nicht drauf achten. Genau. Und das war quasi von dem, was hier gerade stattfindet, jetzt in diesem Moment. Wow. Es ist jetzt Zeit für LOL, denn es ist jetzt 21.10 Uhr und 25 Sekunden. Freue ich mich drauf. Ja, das heißt, es ist Zeit für, am besten verlosen wir uns hier in den Hintergrund. Freue mich, ich will jetzt loben. Ist jetzt alles live, ne, Thorsten, deswegen, hier geht's ja weiter. Ich gucke jetzt erstmal Kommentare. Ja, genau. Gerne, guck dir den Chat an. Dankeschön. Hier hin bin ich. Achso, so. Richtig, so. Weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ja, die beiden, können wir die Kamera einmal da? Die da. Die gucken sich den Twitch-Chat an, ne? Ja, klar gucken wir uns, natürlich. Natürlich. Ich meine, das ist, verstehst du, das ist immer ein Publikum. Weißt du, wie lange ich kein Publikum mehr gesehen habe? Stell dir vor, du stehst 1 Meter von einem Publikum, machst du? Natürlich kriege ich hier von einer entzündeten Bindehaut, aber es ist immer ein Publikum. Hey Max, der Chat würde sich wünschen, dass du gleich mal einen random LOL-Fact raushaust. Vielleicht zu Meister Yi. Okay, das geht wirklich schnell, oder? Jetzt wird es immer schneller. Es wird immer schneller, mir wird schlecht. Bitte, bitte. Wow. Gut. Wow, es ist wahnsinnig schnell. Okay. Wiegald vor Bundeskanzler. Ich bin auch dafür. Du musst dich allerdings zügig drum kümmern, Wiegald. Jungs, alles, wollen wir aufgeschnappt haben. Ja, es ist umgebaut. Achso, okay, ja, komm, dann ja, danke. Übrigens, wusstet ihr, dass wenn ihr mit Zack über den Baron Pit springt, könnt ihr mit er den Baron smiten? Ey, also eben darüber reden, dass du keinen Bock auf die LOL-Facts hast und jetzt hier mit LOL-Facts kommen. Ready. Leute zum Lachen bringen. Dann würde ich sagen, Film ab! Juhu! So Leute, zurückhalten bitte. 3, 2, 1. Das hier ist die Show mit der einfachsten Regel der Welt.
Wer lacht, fliegt raus. Nein. Ich bin Mona Lisa. Oh. Wer war das? Oh nein. Du dumme Sau. Das ist der beste Job, den ich je hatte. Last one laughing. Ich esse gerade. Die neue Comedy-Serie ab 1. April nur bei Amazon Prime Video. Für die Zuschauer sage ich jetzt schon, jede Folge ist schlimmer als die davor. Ja. Besser noch. Weil das einfach sich zeitlich so entwickelt. Boah. Automatische Dramaturgie. Die Leute gehen auf dem Zahnfleisch. Ist eigentlich ein guter Abschlusssatz, aber würde trotzdem noch von dir hören wollen, wie du es jetzt fandest heute hier. Schön. Ich fand's, hat mir das Spaß gemacht, die Folge zu gucken. Dann sehe ich gerne Menschen interagieren, das ist ganz toll. Da schreiben Leute, kommt jetzt noch eine Folge? Nein, aber morgen. Morgen. Oh, das mag ich. Morgen, Kinder. Morgen gibt es eine neue Folge. Ja. Auf Prime Video. Heute flutschen wir ins Frotte. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Kalle, wie fandest du das? ich habe es ja eben schon gesagt. Man hat es auch, glaube ich, gehört. Ich habe extrem gut gelacht bei der Show. Die Aufgaben, die mir heute gestellt wurden, die waren so ein bisschen tricky. Ich musste immer wieder reinrufen, Twitch-Chat, ne? Es war so. Kann man aber auch Marvin dann irgendwie am Ende des Tages nochmal so ein bisschen auf die Finger kloppen. Aber letzten Endes hatte ich sehr viel Spaß. Für mich auch mal interessant, so Leute wie Thorsten oder Wiegald dann auch mal zu erleben, vor Augen. Ne? Hat mich auch gefreut. Ja. Ja, Kalle. Genau. Fand ich auch sehr angenehm. Ich will jetzt meins nicht vorgreifen, aber Wiegald. Ich würde jetzt einfach gehen. Ich finde das total angenehm hier. Ja, ich bleib auch noch ein bisschen hier, darum gehe ich jetzt raus. Warum gehen die? Kalle, warum gehen die? Nö, also, ich würde auch. Der hat die Schlappen vergessen. Nimm die Schlappen mit. Ja, mir hat's auch sehr gut gefallen. Hey, warte, anders. Jo, Max. Jo, Henno. Wie fandest du's? Ich fand's mega witzig. Kann kaum die nächste Folge morgen erwarten. Ich denke direkt weiter, ob man sowas auch auf YouTube oder Twitch mal machen kann. Weißt du, Max, ganz ehrlich, wir müssen jetzt langsam auch mal raus, ne? Marvin, ich würde das einfach noch ein bisschen weitermachen. Das ist mein Kanal und ich mache hier weiter meine Show. Die Zeit drückt ein bisschen, das weißt du schon, ne? Ist mir scheißegal, weil am Ende des Tages bestimme ich hier. Marvin, du bist Angestellter bei Instinct 3, vergiss es nicht, ja? Max, aber die Zeit, wir haben das vorher besprochen. Also, ich denke natürlich direkt weiter, kann man sowas auf Twitch übertragen oder auf YouTube? Und da frage ich mich... Max, du gehst jetzt rüber zum roten Teppich. Kalle würde halt instant sterben. Jetzt ziehe ich da weiter, meine Fresse. Kalle würde instant sterben, aber was wäre mit einem... Also mit Special Guests? Was ist denn hier los? Leute, wir können ja jetzt nicht hier einfach... Max, wir machen gleich dein Mikro aus. Ist mir scheißegal, dann rede ich so weiter. Ja, jetzt darf ich nicht mal ausreden, weißt du? Lars, gib mir das Mikro. Max, das geht. Scheiß Mikro. Also, was ich damit sagen will, war ein toller Stream. Max, wir haben das tausendmal durchgesprochen. Kalle, du brauchst dich nicht wischen, das habe ich dir schon mal gesagt. Was macht ihr hier? Leute, das ist nicht... Ich weiß, es ist Teil des Vertrages und ihr müsst es machen, um die Scheiße zu bewerben. Max, wir cutten jetzt die Show. Wir haben das durchgesprochen, ne? Das Mikro. So. Wir machen jetzt die Lichter aus, ganz ehrlich. Ne? Meine Fresse, ey. Der Thorsten saugt. Das muss man aber auch nochmal sehen, finde ich. Zeig doch mal, wie der Thorsten saugt. Nee, tschüss. Jetzt ist auch Schluss, Max. Jetzt ist Schluss. Wir machen jetzt Schluss. Aus, Ende. Ein letzter Satz. War's. Ciao. Quarkspeise hält sich länger, wenn man sie im Winter draußen auf die Fensterbank stellt. Tschüss.